Hallo und herzlich willkommen zum 24. Adventstürchen in meinem C64 Adventspecial und damit frohe Weihnachten! Ja, weil heute Weihnachten ist, beschenke ich euch mit The Great Giana Sisters. Ich beabsichtige dieses Spiel in den nächsten drei Parts durchzuspielen, welche also auch morgen am 25.12. und übermorgen am 26.12. rauskommen werden. Und ich würde einfach mal sagen, wir legen einfach mal los und schauen einfach mal, wie wir uns schlagen. Ich habe es persönlich noch nie durchgezockt, deswegen lange Rede, kurzer Sinn, wir legen los. Giana, get ready, Stage 1. Boah. Ja, wer kennt Giana Sisters nicht? Nein, zumindest müsste man so fragen, wer kennt Super Mario? Ich glaube, fast jeder kennt Super Mario. Ja, und das ist genau der Grund gewesen, warum es damals unheimlich viele Probleme gab zwischen dem Programmierer von Giana Sisters, beziehungsweise dem Publisher, und Nintendo. Oh, Giana Sisters ist eigentlich ein sehr gut gemachter Mario-Clone. Naja, irgendwo weicht es doch eine ganze Ecke ab. Wir sind eben nicht Mario, wir sind Giana, wir sind kein Junge, wir sind ein Mädchen. Wir haben hier keine Mushrooms, wir haben hier Erdbeeren und Sternchen und sowas alles. Und das ist auch der Grund, warum Nintendo damals, wo das Spiel rausgekam, gekommen ist, hat Nintendo ein Veto eingelegt und sagte so, ey, ihr habt hier dreist unser Super Mario Bros. Kopiert. Was der Grund auch war, Giana Sisters ist dann kurzzeitig in den Läden erschienen zum Verkauf und dann aber auch dank Nintendo rucki zucki wieder vom Markt verschwunden. Was Giana Sisters jetzt eigentlich zu einem der seltensten Videospiele macht. Und heutzutage, ich glaube, mit 5, 6, 7, 700 oder 1000 Euro sogar gehandelt wird, nur um ein Exemplar von Giana Sisters in der Hand zu haben, ist der Wahnsinn, ja. Das ist echt der Wahnsinn. Heutzutage gibt es noch bessere Super Mario Clones und Nintendo macht gar nichts, denke ich mal. Oder halt die Publisher bezahlen so viele Tantiemen an Nintendo, dass es dann auch okay ist. Aber wie dem auch sei, ist es ein sehr gelungenes Spiel. Ist auch für ein Amiga erschienen. Noch bessere Grafik, aber ich meine, diese Oldschool 8-Bit-Grafik vom C64 ist einfach genial. Ja, ich find's einfach cool, ich find's lustig. Ich weiß nicht, wie sehr wir uns hier schlagen werden, wie wir hier durchraschen werden, keine Ahnung. Ihr habt ja gesehen, gerade eben bin ich schon mal gestorben, das war schon mal ganz toll. Man kann dieses Spiel auch zu zweit spielen. Allerdings abwechselnd. Das heißt, es wird wohl ähnliches Prinzip sein, also ich habe es jetzt eigentlich noch nicht ausprobiert, wie bei Super Mario Bros. Du stirbst, ich bin dran. Wenn jetzt einer ein richtiger Crack ist, kommt der zweite Spieler eigentlich nie dran. Wenn der erste Spieler meinetwegen mit einem Leben das ganze Game durchzockt und der andere einfach muss daneben sitzen und wartet. Ist einfach herrlich, ja. Ja, das kommt mir bekannt vor. So, jetzt müssen wir mal schauen. Diesen Hubbel hier, den können wir nicht bremsen. Wir müssen im richtigen Moment darüber springen. Der Soundtrack, auch ist erwähnenswert, sagen wir es mal so, klingt besser. Von Chris Hülsbeck. Sehr, sehr geiler Komponist, hat wirklich diesen super geilen Soundtrack komponiert, der in aller Munde ist. Schon haben wir zwei Level geschafft. Ich glaube, 26 Level hat das Spiel. Ist nicht besonders groß. Okay, das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Ist aber alles kein Problem. Es gibt ja einen kleinen Trick, mit dem man die Level skippen kann. Und wir werden dieses auch anwenden. Das heißt, wenn ich jetzt Game Over gehe, werde ich nicht wieder von vorne anfangen, sondern ich werde dann halt einfach in dem Level weitermachen, wo wir gestorben sind oder wo wir Game Over gegangen sind. Und möchte das Spiel einfach mal nicht unnötig in die Länge ziehen. Es soll einfach Fun machen und ihr sollt einfach mal die Level kennenlernen, wenn ihr sie nicht sowieso schon kennt. Die Cracks unter euch, die kennen die Level auf alle Fälle, die kennen das Game. Der liebe Dadoschten, der hat es ja Let's Played und auch ein Fanhack Giana Sisters 2. Ich fand's mal ziemlich cool und dachte, okay, stellt sich auch mal der Herausforderung. Und zockst das Ding einfach durch. Und was könnte natürlich günstiger sein jetzt als Weihnachten, nicht wahr? Ich schenk's mir selber, ich schenk's euch. Ach, lacht ab, wie ich fail.
Ja, ein Leben haben wir noch. Ja, Bonusräume. Bonusräume, in denen wir gerade sind. Kann man halt erkennen, wenn es eine Grube gibt und da ist eine Art Goomba-Verschnitt, um mich umzubringen. Okay, war herrlich. Aber vielleicht kann ich euch jetzt den Bonusraum noch mal zeigen. Schau mal, da ist was Blaues in der Grube, ne? Und jetzt gehen wir da ran. Zack. Und dann kommen wir in einem Random-Bonusraum. Okay, ich hätte auch nicht gedacht, dass der random ist. Aber scheint wohl so zu sein. Finde ich okay. Kommt keine Langeweile auf. Das sowieso nicht bei diesem ach so genialen Spiel. Zum Thema Level-Skippen gibt es ja einen kleinen Trick. Zumindest bei der C64-Version kenne ich den. Und der müsste auch beim Amiga so sein. Wenn man die Tasten Armin zusammendrückt, dann kann man den Level skippen. Ganz easy. So könnte man es rein theoretisch direkt zum letzten Level teleportieren und das Game so durchdaddeln. Möchte ich aber nicht. Wie gesagt, wenn ich irgendwo abkratze, dann fangen wir den Level nochmal an, indem wir gestorben sind. Werde mich dann aber dahin teleportieren. Klar. So. Wäre natürlich ein Ding, wenn ich das Ding jetzt in zwei Parts schaffe. Naja, mal gucken. Gucken wir mal, wie wir das so machen. Ich würde einfach mal schauen. Okay, ich würde sagen, wir versuchen zu sterben. Ganz klar. Ich bin der Basti. So. Erster Platz. Juhu. Wir wollen aber nicht speichern. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns jetzt in diesem Level gleich wieder. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. In der sechsten Welt. Also, geplant ist, die jeweils 10 Welten pro Part zu machen. Gucken wir mal, wie lange sich das zieht. Wie oft ich wieder anfange. Was mache ich da nur für einen Blödsinn, liebe Freunde? Das ist doch mal wieder Special Kacke. Aber lustig. Oh, ey, komm ich da nicht mehr rüber? Was ist das denn? Ach, Mann. Ist das eine Fuddelei hier. Wir haben schon wieder keine Leben. Hier ist ein Bonus. Ich hatte ja so eine Version auf dem Commodore 64. Die war so kaputt, wenn man in die Bonuswelten gegangen ist. Ist man schlichtweg gestorben. Weil sich das Ding aufgehangen hat. Half also bloß ein Neustart. Kann aber auch daran liegen, dass mein Commodore 64 damals sehr betagt war. Vor allem die Floppy war, weiß Gott, wie oft in der Reparatur. Weil so ein Ding hat, glaube ich, damals 300 Mark oder mehr gekostet. Da war nicht mal so eben, ey, komm, ey, eBay, bestell mal Floppy. Nee, eBay gab's ja noch nicht. Das waren noch Zeiten. Das waren noch coole Zeiten. Tja. Ich denke gerne, ich blicke gerne zurück in diese Zeit. Vielleicht habe ich das auch schon ein paar Mal in diesem Special erzählt. Deswegen habe ich auch eine unheimliche Affinität zum C64. Aber auch zum Amiga, ne? Aber doch mehr zum C64. Der Amiga war schon sehr cool, auf seine Art und Weise. Geile Games, geile Grafik, geiler Sound. So, jetzt raschen wir hier wieder durch. Da war wieder so eine beschissene Stelle. Boom. Und hier haben wir wieder ein Bonus-Level. Dungeon-Level. Entschuldigung, sorry. Mistake, my mistake. You make a mistake. And now... Oh, puh. Das war knapp. Knappikowski. Achte Welt, da sind wir wieder. So, das ist... Jetzt wird's nämlich ganz schön tricky. Ein bisschen warten. Da kommen mal Gegner. Sag ich doch. Wow, wie gemein. Das habe ich vorhin aber besser hinbekommen. So. Ach, unendlich Leben. Ach, wäre das schön. Die haben wir nicht. Können wir also nicht so durchdönern, wie wir eigentlich möchten. Okay, das funktioniert auch nicht. Auch zu wenig Platz zum Springen. Das ist eine fiese Stelle. Ja, Stage 8. Geskippt wird nicht. Nein.
Alter! Da kann ich ja gleich schon wieder anfangen. So, jetzt aber. Meine Fresse. Das ist aber auch knackig. Ey! So. Wie gut, dass es für mich bloß ein paar Sekunden dauert, nur wieder hier zu sein. Dank dieses genialen Armin Cheats. Jetzt aber geben wir uns richtig viel Mühe. Schau, dass wir es schaffen. Oh. Ätzend. Das ist so ätzend. Ich bin der Hass. Komische Boller hier. Nein, ich war sowieso immer. Ich war auch schon kurz vorm Gott, das war's schon. Verdammt nochmal. So kurz. Na gut. So. Da kommen ja diese Silikondödels. Lieber Doschen, das fand ich einfach nur zu geil. Hier ist ein Bonus. Rock. Was hat er gesagt? Silikonpimmel oder so? Ich keine Ahnung. Guckt's euch an. Link kriegt ihr in der Beschreibung. Ganz klar. Zu seinem Let's Play von The Great Giantess ist das. Ich muss ihn einfach unterstützen. Der ist einfach cool. Oh, da kann man einfach nicht anders. Und oh, ich freue mich schon, wenn er wieder Let's Plays macht. Momentan eine kleine Pause wegen Umzug. Dafür ist dieser kleine Mi. Oh, es war so schön. Wir waren so gut. Level 9, ne? Na gut, immerhin. Ja, diese komischen Gummidödel hier, die können wir nicht töten. Das geht nicht. Das wird nix mit Gummidödel. Gut, Janas steht vielleicht drauf. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Das habe ich nur gedacht. Du Ferkel! Das sagt man nicht! Gott. Level 10. Der letzte in diesem Part. Ja. Müssen wir sehen, dass wir das irgendwie schlau teilen. Da, ba, dum, dum, dum. So, so, so. So ist das. Du, du. Zack. Ah, das ist ein Bonus, wa? Ach, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ach, shitty. Na gut, dann nicht. Ich hab die Level. Hör mal. Ey, was ist denn? Die Level sind zu kurz. Unglaublich. Na gut. Das sehen wir im nächsten Part. Bis gleich.